Herzlich willkommen bei den Music News. Heute geht es um die neue Single von Vanessa Mai. Die hat ja kürzlich erst schon Aufsehen erregt, als sie auf ihrer letzten Single Wir zwei immer eins den Deutsch-Rapper Oleg Sesh featurete. Dieser Song ist übrigens auch ihre erfolgreichste Single in den deutschen Top 100, Platz 33 geworden. Ja, ihr aktuelles Album bzw. ihr Album vom letzten Jahr trägt den Namen Regenbogen und jetzt meldet sie sich nicht nur mit einer neuen Single zurück, sondern auch mit einer besonderen neuen Ankündigung, denn bald wird Vanessa Mai auch regelmäßig im Fernsehen zu hören sein. Sie steuert nämlich den Titelsong zur neuen RTL-Serie Freundinnen jetzt erst recht bei und der trägt, wie man dem Titel nehmen kann, den Namen Stärker. Ihr Song Stärker wird auf ihrem bald erscheinenden neuen Album Schlager auch natürlich drauf sein. Das Erscheinungsdatum dieses Albums ist am 3. August. Ja, Vanessa Mai wurde in einem Interview befragt über ihre neue Single und den Titelsong quasi bei der neuen RTL-Serie und sie meinte dazu: Ich habe mich sehr gefreut, als die Anfrage kam, ob ich den Titelsong für Freundinnen jetzt erst recht gestalten möchte. Der Song soll genau das Gefühl ausdrücken, was auch die Serie transportiert. Mit Freunden kann man alles schaffen und zusammen ist man nie allein. Für mich bedeutet Freundschaft immer füreinander da zu sein, wenn es hart auf hart kommt. Ich finde das Konzept der Serie mega, umso glücklicher bin ich, so nah dran zu sein, um demnächst sogar selbst dafür vor der Kamera stehen zu dürfen. Mit dem letzten Satz meint sie nämlich, dass sie nicht nur den Titelsong geschrieben hat, sondern sie wird in den aktuell produzierten 160 Folgen auch gelegentlich kurze Auftritte haben. Die Grundhandlung der Serie ist, es geht um vier Frauen im Alter von etwa 40 Jahren, die eine enge Freundschaft verbindet, die sich jeden Tag treffen, zu einem Mädelsnachmittag und sich humorvoll und realitätsnah über die wichtigen Themen des Lebens austauschen. Da sind wir mal sehr gespannt. Die Serie soll dann ab Herbst laufen, genaues Erstausstrahlungsdatum kann ich jetzt hier noch nicht vorfinden. Und wird dann täglich um 17 Uhr auf RTL laufen. Ja, wann wir dann die neue Single Stärker zum ersten Mal hören werden, vielleicht auch erst dann, wenn die Serie auf RTL läuft, das ist noch nicht bekannt. Alle Infos waren das jetzt. Ich hoffe, euch hat's gefallen und gebe die Amazon Download Links auch noch einmal für das Album Schlager, welches am 3. August erscheinen wird, in die Beschreibung, ebenso dann auch den Download Link für den Song Stärker. Sobald er dann vorhanden ist. Vielleicht ist es ja schon am Freitag der Fall. Wissen wir nicht. Vielleicht auch erst nächste Woche Freitag. Aber ich denke in naher Zukunft. Ja, ich würde mich schon festlegen, diesen Freitag oder nächste Woche Freitag, weil dann ist ja auch schon bald der 3. August und Release. Und sie wird mit Sicherheit vorher eine Single rausbringen. So macht das ja jeder Künstler. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal und ciao bei den Music News.